Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von LS17. Heute mal wieder aus Südhemmern. Und in den Livestreams hatte ich es ja auch schon immer das eine oder andere Mal angesprochen, dass ich es ein bisschen, ja, was heißt schade finde, dass hier manche Wege so ein bisschen Waldwege sind, obwohl es hier quasi ja hinten zum internationalen Mühlen-AG-Betrieb führt. Und das fand ich jetzt nicht so schön. Und da habe ich ja mit dem Bürgermeister gesprochen, mit der Stadtverwaltung gesprochen und mich dafür eingesetzt, dass hier endlich mal was passiert, dass hier zumindest manche Wege mal ein bisschen asphaltiert werden. Und da habe ich hin und her gekämpft, aber kam da irgendwie auch nicht so recht weiter. Man hätte das natürlich jetzt grundlegend mit Editoren machen können, hätte einen neuen Spielstand anfangen müssen, vielleicht, eventuell. Oder habe mich so dann mal ein bisschen schlau gemacht, so in verschiedenen Fachkatalogen, und da ist mir die Lösung dann entgegengekommen. Und da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe gesagt, komm, Bürgermeister, ich nehme das in die Hand. Gegen eventuelle Steuererleichterungen natürlich, das müsste man noch ausdiskutieren. Und dann habe ich gleich ein Straßenbauunternehmen quasi beauftragt, oder vielmehr, ich habe mir eine Maschine von denen geliehen. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Ja, es ist nicht der JCB, den kennen wir. Von Forbidden Mods übrigens, wer den gerne hätte. So, und da hinten ist eine Walze dran. Das ist jetzt auch noch nichts Besonderes. Die Walze ist Standard. Hallo, ich versuche hier was zu erklären. Also würde ich Sie bitten, da nicht reinzuhupen. Ist das klar? Ja. So, fahren Sie. Los! So, also die Walze ist natürlich auch noch nicht Standard, aber wir springen mal in die Maschine rein und dann gucken wir mal. Und dann sehen wir da unter Z wunderbar den Bodentyp. Und da können wir auswählen. Von über Asphalt, Sand, Beton, Tannennadeln, Gras, Kies, Blätter, Felsen, Schlamm, Platten, Erde, Wiese, Rasen und originaler Boden. Gegrubbert, gepflügt, gesät. Gesät breit, Bodentyp Grasfeld, Bodentyp Asphalt, Bodentyp Sand. Ja, also da lässt das keine Wünsche übrig. Man kann jetzt hier die Textur im Game so bearbeiten, wie immer man möchte. Ja, und wir werden jetzt hier Beton wählen. So, wir schmeißen den Schlepper mal an. Machen das mal runter. Machen das mal aus. Und dann fahren wir mal langsam los. Und wie wir hier sehen, wird dann hier aus diesem Feldweg, das kann man jetzt natürlich alles ein bisschen genauer machen hier, kriegen wir hier eine schöne Asphaltstrecke hin. So, natürlich kann man das jetzt auch ändern. Wir nehmen mal Tannennadeln. Wir nehmen mal Gras. Das können wir hinterher gleich alles wieder überfahren. Kies, Blätter, Felsen, Schlamm, Platten, Erde. Ja, Erde haben wir hier schon. Wiese, Rasen und der originale Boden wieder. Also ich finde das eine feine Sache. Jetzt ziehen wir mal eben zurück. Und so kann man sich halt so die Wege in-game so ein bisschen schön anpassen. Braucht er nicht mit dem Giants Editor zu variieren, was eventuell immer einen neuen Spielstand fordert. So, wir haben gesagt Beton. Und so können wir dann hier die Wege schön nach Bedarf finde ich eigentlich eine super schöne Sache. Wir werden jetzt gleich mal über ein Feld fahren, mal gucken, was dann passiert, wenn wir durch den Rasen fahren. So, fahren wir mal bis hier hin.
So, dann speichern wir mal eben ganz kurz. Und dann mal gucken. Ich glaube nämlich, dass er nur die Wege bearbeitet, die auch dafür vorgesehen sind quasi. Also wo noch keine... Oh ne, doch nicht. Macht er überall. Okay, also können wir quasi überall... So, jetzt können wir mal wieder zurück ändern. Oder was zählt das? Unter Gras oder unter Wiese? Keine Ahnung. Wir machen mal Wiese. So. Wie schnell. Ein kleines bisschen hier weg machen. So, und wie gesagt, ich finde das eine feine Sache, weil ich das so ein bisschen, ich fand das halt ein bisschen schade, weil wie gesagt, hier ist der riesen Mühlbetrieb in Südhämmern jetzt speziell. Und da, dass da nur ein Waldweg oder so ein Feldweg hinführt, das war mir immer so ein bisschen... Und so gibt es das vielleicht bei jeder Map. Wie gesagt, grundsätzlich ist das sicherlich kein Problem, irgendwo das mit dem Giants-Editor zu machen, wenn man da Ahnung von hat. Ich habe die selber nicht so sehr. Aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist das sicherlich gar kein Problem. Aber so finde ich es wesentlich einfacher, weil so kann das jeder für sich selbst entscheiden und jederzeit zur Not auch wieder ändern. Ganz wie man lustig ist. Und das muss ich sagen, finde ich schon eine super Sache. Ja, das Skript gibt es im Mod-Hub. Und wenn ihr euch das runterladet, also nicht wundern, das ist jetzt, wenn ihr euch dieses, das heißt im Ground irgendwas, ja, einfach beim Mod-Hub mal gucken. Also wenn ihr das im Mod-Hub habt, sucht nicht nach einer speziellen Walze, weil das ist einfach nur ein Skript, was sich in die bestehende Walze halt einfügt. Ich hatte das am Anfang nicht so genau gelesen und habe den Shop durchsucht und gesagt, wo ist denn? Hab gedacht, das ist bestimmt irgendwo eine Walze. Und gedacht, wo ist die denn? Und Teufel nochmal. Und da habe ich nochmal geguckt. Also das ist wie gesagt keine eigene Walze. Die Walze ist hier die Standardwalze. Und dann kann man hier wie gesagt gucken, dass man das so ein bisschen ordentlich hinmacht. Und schon hat man ohne großen Aufwand, wie ich finde, kann man sich die Wege so machen, wie man will. Man kann sich halt in Wiesen zwischen Felder, auch Feldauffahrten zum Beispiel noch reinmachen, wenn da keine wirklichen sind oder man gerne zusätzliche Feldauffahrt haben möchte. Dann kann man sich die da einfach mit reinwalzen. Ja, und wenn man halt mal mit dem Flug irgendwann, ich meine, da war die Walze ja sowieso schon, um den Originalboden wiederherzustellen, war die Walze ja von Anfang an gedacht, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit hier, sich die Wege so anzupassen, wie man möchte. Und das finde ich eine wirklich super gute Sache. Ja, hier in Südhämmern. Aber also das Projekt geht logischerweise weiter im Stream und auch, wie ihr jetzt ja seht, auch bei YouTube. Ich bin ja nebenbei noch im Dreisternhof tätig. Da habt ihr sicherlich schon gesehen, da spielen wir ja oder spiele ich ja mit dem Jahreszeitenmod. Das wird hier in Südhämmern erstmal nicht sein. Ich probiere den quasi für mich selber so ein bisschen erstmal im Dreisternhof auf, weil das ein ziemlich kleiner Hof ist. Und da wird das sicherlich schon kompliziert genug. Hier in Südhämmern werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Also wenn es euch interessiert, wie es mit dem Jahreszeitenmod bei mir weitergeht, dann schaut euch gerne jetzt die aktuellen Folgen vom Dreisternhof an. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. So, das Gespann ist nur gemietet, aber ich kann jetzt schon mal sagen, so eine Walze werde ich mir auf jeden Fall fest zulegen. Ist, glaube ich, immer mal ganz vorteilhaft, wenn man die da hat. Und ich stelle mir jetzt dann schön, wenn man irgendwo ein Feld hat, wo vielleicht nicht so die Feldauffahrten nicht so toll sind oder keine Ahnung, dann legt man sich da eben eine zusätzliche Feldeinfahrt rein. Können wir gleich mal testweise eben machen. So,
So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier vom Feld eine Feldeinfahrt haben. Ja, sagen wir mal hier. Dann würde ich dafür jetzt zum Beispiel, wir gehen einfach mal ein Stück zurück, würde ich jetzt zum Beispiel wählen, meinetwegen Schlamm. Ups, da waren wir schon vorbei. Nochmal, blam, blam. Schlamm. So, gehen wir runter. Ja, ich weiß, ich besitze dieses Feld nicht. So, und da hat man hier quasi eine kleine, bewachsene, schöne Feldeinfahrt. Kann man jetzt natürlich diesen Übergang, den kriegen wir jetzt natürlich nicht weg, weil das nicht unser Feld ist. Ich werde aber sicherlich das ein oder andere von meinen eigenen Feldern mit zusätzlichen Feldeinfahrten versehen. Und das, also wie gesagt, klasse Sache. Und man kann auch Gras entfernen sagen. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn man wie fliegt der jetzt hier bei der Feldeinfahrt, hätte man jetzt durchaus sagen können, das Gras auch wegmachen, ist vielleicht auch ratsam, weil jetzt wächst das ein bisschen Gras durch, aber das kann man ja ausprobieren, wie man möchte. Man kann es ja auch jederzeit wieder zurücksetzen, man kann immer wieder Originaltextur oder Wiese oder was immer da war, kann man ja jederzeit zurücksetzen. So, man könnte jetzt hier natürlich auch versuchen, irgendwie schön mit GPS zu arbeiten und gerade Strecken ziehen, aber im Prinzip ist es ja ganz schön, dass die Wege halt auch mal so ein bisschen krumm und schief sind, so gehören die ja auch. Und schon kriegt der Mühlenbetrieb nämlich auch eine vernünftige asphaltierte Auffahrt. Ich denke mal, das muss ich aber noch ausprobieren, das kann ich nicht so genau sagen, die Fahreigenschaften, weiß ich nicht, aber inwieweit die sich jetzt da umorientieren, weil das ja quasi nur eine Textur ist. Oder ob der den Boden wirklich komplett abwandelt, muss man sagen. Wäre jetzt eine Frage, wenn man da jetzt drüber fährt, ob das wieder staubt und keine Ahnung. Weil wir wissen ja alle, wenn man über so ein Feldweg fährt, dann staubt das schon mal gerne. Aber das muss man ausprobieren. Auf jeden Fall von der Optik her, denke ich mal, ist das schon mal eine super schöne Sache. Oh. Voll gegen das Tor genascht da. Weg. Machen diese Strecke eben nochmal fertig. Da ist noch so ein kleiner, der mich ein bisschen stört. So. Und so kann man sich, wie gesagt, jede Strecke. Ich mache jetzt hier erstmal diesen ersten Weg. Wie gesagt, ich werde mir die Walze dann zulegen und auf den Hof stellen. Und immer wenn man mal irgendwas sieht innerhalb des Games, ah, da könnte ich mal eine andere Bodentextur gebrauchen, dann kann man sich das hier anschauen. Und dann eben kurzfristig sagen, ja, oder. Nee, da einfach immer mal ein bisschen versuchen und spielen. Natürlich vorher halt immer vorsichtshalber mal speichern, das sollte man bei sowas aber immer, aber ihr habt ja gesehen, wenn da irgendwas falsch läuft, kann man das auch ruckzuck wieder in andere Zustände zurückversetzen. Ja, ihr wisst ja, wie das früher war, ich weiß gar nicht, aber das wird wahrscheinlich immer noch so sein, so gerade in Zeiten, ich glaube vom LS13 war das schon, wenn man da mal versehentlich mit dem Flug irgendwo falsch gefahren ist, schon hatte man sich da die Bodentextur versaut und da gab es keine großartige Möglichkeit, das wieder zurückzusetzen. Ja, und wir kennen das alle, wenn der Trecker mal geschaukelt hat oder man mal vergessen hat, den Flug rechtzeitig hochzuziehen, zack, schon war er irgendwo
hat er wieder das Bodenterrain versaut und dann stand man da und dann, ja. Also, tolle Idee, finde ich. Wer da Bock drauf hat, im Mod-Hub Ground irgendwas heißt das Skript, findet man aber dann auf jeden Fall auch. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich wollte euch eigentlich nur die Funktion davon ja mal kurz vorstellen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist, wie ihr das findet. Und es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke mal, schaden kann es nie. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß am Video gehabt, auch wenn natürlich nicht viel passiert ist. Aber vielleicht ist das genau die Geschichte, wo ihr sagt, Mensch, ist ja eine tolle Sache, habe ich mir schon ewig lange gewünscht. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ausprobieren und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos, ja, dann wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.